Not macht erfinderisch und Pferde sind eben eine entbehrlichere Ressource als Treibstoff. Heute möchte ich euch etwas zu den berittenen Einheiten des Death Corps Krieg erzählen. Die Todesreiter oder im Originalen Death Rider. Ich wünsche euch wie immer sehr viel Spaß und das Problem mit den Artworks kennt ihr ja auch mittlerweile. Let's go! Eine der zu Recht berühmtesten Formationen, die in den Streitkräften des Death Corps Krieg zu finden sind, sind die Death Rider. Während der äußerst zerstörerische Bürgerkrieg auf dem gesamten Planeten wütete, wurde es für die Loyalisten und ihre verräterischen Feinde immer schwieriger, Panzer und Kampffahrzeuge einzusetzen. Die Vorräte an Ersatzteilen und Treibstoff gingen rasch zur Neige. Das Wissen und die Arbeitskraft, um die Fahrzeuge zu bedienen und einsatzbereit zu halten, schwanden mit der Anzahl der Kriegstoten. Und das Land selbst war so zertrümmert, dass es nicht einmal mehr von Kettenfahrzeugen problemlos durchquert werden konnte. Als die Fahrzeuge aufgrund von Versorgungsengpässen, Schäden und fehlenden Besatzungsmitgliedern ausfielen, wandten sich die Loyalisten der uralten Taktik der berittenen Kavallerie zu, um sich einen Vorteil gegenüber ihrer Feinde zu verschaffen. Diese Streitkräfte züchteten und modifizierten die robusten einheimischen Pferde und zogen speziell ausgebildete Kavalleriekompanien heran, um sie in die Schlacht zu reiten und ließen diese neuen berittenen Krieger mit großem Erfolg auf ihre ahnungslosen Feinde los. Fast 3 Jahrhunderte lang waren die Death Rider ein fester Bestandteil der loyalistischen Streitkräfte von Krieg und dann, nachdem die Rebellion endgültig niedergeschlagen und Krieg wieder in den imperialen Schoß aufgenommen worden war, des Death Corps. Obwohl das Death Corps mittlerweile mit Lehman Russ Panzern, Chimären in allen Variationen und ausreichend Treibstoff, Ersatzteilen und Munition ausgestattet ist, stellen die Death Rider immer noch einen wichtigen Teil des Kriegszehnt an das Astra Militarum dar. Und euer Zehnt ist es, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, wenn dir der Content gefällt. Das vergessen nämlich viele, aber ich würde mich da sehr drüber freuen. Danke. Auch diese Krieger sind gesichts- und namenslos wie der Rest des Death Corps. Selbst ihre Pferde tragen schwere gepanzerte Atemmasken über Augen und Mund, die ihre seltsamen Pferdegesichter verbergen. Die Death Rider stürzen sich mit ihren Reittieren, ohne nachzudenken, in die Mitte ihrer Feinde. Typischerweise auf dem Höhepunkt eines donnernden Angriffs mit feststehenden Jagdlanzen. Der grimmige Trost, den sie darin finden, die Feinde des Imperators niederzureiten, zusammen mit dem für Krieg typischen Märtyrerkomplex, macht die Death Guard zu einer sehr effektiven und gefährlichen Einheit. Wie ihre artillerischen Gegenstücke, die Rough Rider, sitzen die Death Riders auf treuen Rössern und werden als schnelle Angriffstruppen und Spähtrupps eingesetzt. Während die Artillianer jedoch Guerillataktiken und Blitzangriffe einsetzen, um ihre Feinde in Angst und Schrecken zu versetzen, setzen die schweren Kavalleriekompanien von Krieg auf rohe Gewalt und die Stärke ihrer Reittiere, um sich durchzusetzen. Denn das Besondere an den Death Ridern ist die Art ihrer Reittiere. Diese Pferde sind eine äußerst anpassungsfähige Form des ursprünglichen terranischen Pferdes. Allerdings kombiniert mit extremer Gentechnik. Es ist auf Stärke, Ausdauer und Aggressivität zugeschnitten und verfügt über zahlreiche zusätzliche biogeformte Organe, die es dem Tier ermöglichen, selbst auf den verseuchtesten und giftigsten Schlachtfeldern unbeschadet zu überleben. Die Tiere, die für den Krieg gezüchtet werden, haben eine subdermale organische Panzerung, osmotische Lungen und ein integriertes Drogeninjektionssystem, das eine Mischung aus Aufputschmitteln, Schmerzblockern und anderen Linderungsmitteln enthält. Das Endergebnis ist, dass dieses Tier über eine unglaubliche Ausdauer und Umwelttoleranz verfügt. Mit seinen chemisch oder chemisch, wie ihr das in den Kommentaren immer wollt, wer auch immer in Deutschland das so sagt, verstärkten Aggressionszentren, die auf Befehl des Reiters ausgelöst werden, ist das Kriegsross auch selbst eine Waffe, die nur durch massive körperliche Verletzung außer Gefecht gesetzt werden kann. Als Meister der Kavallerie stürmen die Death Rider über die zertrümmerten Schlachtfelder der Galaxie, zertrampeln und spießen ihre Feinde auf. Ohne große Zeremonien stürmen diese Fanatiker direkt in feindliche Formation, um sie mit ihren Lanzen, schweren Säbeln und Seitenwaffen zu verwüsten, während ihre Reittiere den Feind zu einem blutigen Brei zertrampeln. Sie ziehen sich niemals zurück, wenn sie einmal zum Angriff übergegangen sind, sondern kämpfen weiter, bis ihre Feinde vernichtet oder sie selbst vernichtet sind. Und nur der willensstärkste oder am meisten respektierte Offizier kann sie dazu bringen, ihren wilden Angriff abzubrechen. Und viele der Offiziere des Death Corps stammen sogar aus den Reihen der Überlebenden der Death Rider. Ich glaube, das erklärt auch warum. Ich hoffe, dieses kleine Video hat dir gefallen. Wir sind bei dieser Videoreihe im Fokus jetzt bald mit den Einheiten des Death Corps durch. Welches Regiment ist für dich noch ziemlich interessant? Schreib es gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich noch eine entspannte Woche. Bis zum nächsten Mal und der Imperator beschützt.